Sie wollen keine Gentechnik in Europa? Wir auch nicht. Bisher sind wir in Europa weitgehend davon verschont geblieben. Dank Ihnen. Weil Sie als Bürger, Verbraucher und Landwirte Gentechnik weder auf den Feldern noch auf dem Teller haben wollen. Mit den Grünen an der Spitze hat das Europäische Parlament gegen die Zulassung von Genpflanzen gekämpft. Im Gegensatz zur Kommission, die sich von Anfang an für Gentechnik ausgesprochen hat und nur auf einen günstigen Moment wartet, um ihren Vorschlag für die Zulassung des Genmais 1507 wieder aus der Schublade zu holen. Über die Genehmigung sollen dann die Mitgliedstaaten entscheiden. Bald wird das Europäische Parlament neu gewählt. Und zum ersten Mal wird es auch entscheidenden Einfluss auf die Ernennung des neuen Kommissionspräsidenten haben und damit auf die zukünftige Politik der Kommission in Sachen Gentechnik. Nutzen Sie Ihre Stimme und appellieren Sie an das Gewissen Ihres Abgeordneten. Denn wir in Europa haben das Recht, selbst zu entscheiden, was auf unserem Teller landet. Für ein gentechnikfreies Europa. Ihre Stimme zählt.